Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Creativerse, dem kreativen Universum, in einer neuen Aufnahmesession, Folge Nummer 18 müsste das sein. Und ja, was macht man am Anfang einer neuen Aufnahmesession? Richtig, man claimt Bundles. Schau mal, 3 Super-Extraktoren, 3 Advanced Health Potions. Huch, so, nice. Und was haben wir hier? Ha. Nochmal 5 Super-Extraktoren, 5 Advanced Health Potions, noch so ein Cubit und ein Rocket Pack. Voll geil. Voll geil. So. Okay, die Rocket Packs kommen wieder hier rein. Und genau, ich war auch schon mal so frei und habe die Felder gemacht. Ja, damit wir das nicht unbedingt in der Folge machen müssen. Ich habe jetzt einfach mal einen Prozessor. Ein Prozessor hier draußen hingestellt, weil jetzt ist das Fenster ja dicht und jetzt kann ich hier nicht mehr durch und immer hier über die Wand springen. Das wird ja auch bald nicht mehr möglich sein. Von daher, ja, ist der Prozessor jetzt hier draußen und jetzt ist die Kiste da. Ist ganz schön, würde ich sagen. Und ich habe jetzt auch mal das Feld hier genutzt, um Turnips anzupflanzen, weil ganz ehrlich, wir haben mit 546 blauen Pilzen, glaube ich, mehr als genug für den Anfang. Und dann können wir das zweite Feld ja gerne auch für Gemüse verwenden. Denn es wird jetzt langsam an der Zeit, dass wir hier im Haus mal ein bisschen Fortschritt machen. Am Ende der letzten Folge habe ich ja nochmal diese wunderschönen Cabinets hier gebaut. Diese Deluxe-Rative Dressers. Und es wird Zeit, dass wir hier unser Lagersystem etwas einrichten. Ich hätte mir gedacht, dann können wir entweder hier oder hier eine kleine Küche auch hinbauen. Und, ja, entweder halt auf der rechten Seite die Küche und auf der linken Seite die ganzen Prozessoren und die Forges und so weiter und so fort oder halt andersrum. Je nachdem. Ich denke mal, ich würde das als erstes angehen. Das könnte recht langweilig werden, aber ja, wir können ja ein bisschen reden, ne? Was ich auch zwischen der Folge gemacht habe, ist, ich habe so ein paar Rezepte freigeschaltet. Und zwar ist mir aufgefallen, hier unten ist ja so ein Haken bei Hide Locked Recipes. Und ich kann jetzt hier tatsächlich das Ganze ausschalten. Und jetzt sehen wir auch die ganzen Sachen, die wir noch craften können. Zum Beispiel eine Fire Resistance Potions, für die wir Rambo-Tuft brauchen, weshalb wir sie noch nicht freigeschaltet haben. Oder zum Beispiel Quick Trademark und dafür brauchen wir ein Rezept. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die wir darüber freischalten können. Und ich habe festgestellt, dass sehr vieles aus dem Bereich der Dekoration tatsächlich an dieser wunderschönen Holztür, Steintür liegt, die ich nicht gebaut habe und deswegen sehr viele Rezepte nicht freigeschaltet haben. Ich finde, die ist absolut hässlich. Deswegen verschwindet die auch gleich in der sonstiges Kiste. Aber ja, genau. Rezepte werden so ab und an freigeschaltet. Ich habe hier hinten einen Steintisch gemacht. Den finde ich tatsächlich ganz cool. Der ist hier schon mal. Und hier machen wir dann wirklich so einen Wohnbereich, würde ich sagen. Gut. Was ich auch noch diese Aufnahmesession machen möchte, ist, ich möchte über den Ozean. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir am besten rüberkommen. Es gibt keine Boote in Creativerse, zumindest nicht meines Wissens nach. Oder ohne Mods oder sonst irgendwas. Ich denke einfach mal, die beste Möglichkeit ist, wir nehmen uns ein paar Rocket Packs mit und versuchen dann über den Ozean zu kommen. Wir können ja, glaube ich, lass mal kurz schauen. Wenn ich jetzt hier im Wasser bin, dann kann ich ja theoretisch direkt an der Oberfläche auch einen Block platzieren, ne? Genau, ohne dass der hier mit dem Grund verbunden ist. Genau. Das könnten wir uns zunutze machen, dann immer auf diesen Blöcken wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren. Und dann stellen wir auf die andere Seite vom Ozean einfach einen Teleporter hin und vielleicht finden wir da einen Dschungel. Das wäre ganz cool. Genau, aber heute würde ich sagen, kümmern wir uns hier ein bisschen um die Dressers. Und mir ist auch Folgendes aufgefallen. Es gibt nicht nur die Schilder, die wir freigeschaltet haben. Huch, Stone Weapon Rack. Ist ja cool. Und Atlantis Chest. Ja, moin. Die ist sogar gar nicht so schwierig zu craften. Aber ich glaube, die würde überhaupt nicht in das Haus reinpassen. Was wollte ich gerade machen? Jetzt habe ich es vergessen. Atlantis Store. Ja, es gibt noch einiges. Verdammt, jetzt wollte ich irgendwas machen. Ach so, die Schilder, genau. Ja, wir haben ja nur diese Wood Signs hier freigeschaltet. Die sind ja nicht so geil. Aber, wenn wir hier das Ding mal ausmachen, dann sehen wir, nicht hier, sondern hier unten, dass es auch noch Hanging Signs und Plagues gibt. Und die muss ich unbedingt freischalten. Am besten in der hölzernen Variante, so ein Wood Plague wäre ganz cool. Und dafür müssen wir einen Wood Roof herstellen. Gibt es auch einen Hanging Wood Sign?
Okay, scheinbar nicht. Dann machen wir uns auch ein Stein-Ding. Aber erstmal müssen wir uns ein hölzernes Dach herstellen, ja? Und das hölzerne Dach finden wir wo genau? Da. Dafür brauchen wir noch Twines. Twines sollten hier hinten in der Kiste sein. Genau. Ne, das sind keine Twines. Das sind Wood Rods, aber die brauchen wir auch. So. Und dann mache ich mir einfach mal ein paar hölzerne Dächer. So. Wunderbar. So, und jetzt haben wir Wood Plague unlocked. Okay, das sieht auch ganz nice aus. Aha. Und pass auf, jetzt machen wir uns mal so ein Ding. Und meine Hoffnung ist, dass es ein bisschen besser reinpasst als die anderen Schilder. So. Ah, sehr schön. Ja, moin. Okay. Bei den Fenstern ist es ein bisschen doof, ne? Ja. Würde aber theoretisch auch gehen. Oder hier vorne dran. Geht das? Irgendwie kann ich die hier dran setzen? Nee, ne? Doch, kann ich. Das sieht aber nicht so geil aus, oder? Wow. Oh, mein Rocket Pack ist broken. Nein. Ja, das war das Rocket Pack. Okay, aber wir haben ja noch ein paar mehr. Das ist an sich ganz cool, dass es geht. Aber die beiden Griffe gucken ein bisschen raus. Das finde ich tatsächlich nicht so cool. Ja, sonst kleben wir einfach hier so ein Ding über die Fenster rüber. Ist ja auch nicht so schlimm. Gut, dann brauchen wir. Wir brauchen noch 2, 4, 6 plus 8 auf der anderen Seite. 14 weitere Plagues. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sehr schön. Und die hängen wir dann hier drüber. Und dann können wir genau sehen, was in der Kiste drin ist. Ja, wir können die Kisten umbenennen, aber ich finde das mit den Plagues noch ein bisschen cooler. Und wenn das nicht ausreichen sollte, dann Platz. Wovon ich nicht ausgehe, weil es sind gar nicht mehr so viele Item-Typen, die wir freischalten können. Dann platzieren wir einfach eine zweite Reihe drüber. Ich meine, wozu der Geiz? Was wir auch noch machen können. Ach scheiße, jetzt habe ich ja keinen. Ah, das geht auch so. Wir müssen hier oben die Holzbalken hinsetzen. Genau wie ich es da gemacht habe. Und dafür gibt es das Rotation Tool. Ja, so nicht. Wie ging das? Ah, so ging das. Genau. Und damit können wir dann Blöcke auch drehen. Das ist ganz cool. Und, nein. Ah, Himmel. So, ja. Und dann müssen wir den auch einmal drehen. So. Oh nein. Man gewöhnt sich zu schnell in das Rocket Pack, meine Damen und Herren. So, einmal so drehen und einmal so drehen und dann einmal so drehen. Man muss R gedrückt halten, damit das funktioniert. So. Und so. Und sowas, ja. Das würde ich dann tatsächlich weitermachen, aber jetzt möchte ich mich erstmal ums Lagersystem kümmern, weil sonst werden wir hier nie fertig. Gut. Ich würde vorschlagen, da wir die Prozessoren hier an die Seite hinbauen, kommen die Sachen, die wir am ehesten brauchen, ganz nach vorne und die Sachen, die wir am wenigsten brauchen, ganz nach hinten. Die Frage ist, was brauchen wir am meisten? Also die Ressourcenkiste brauchen wir schon häufig, aber fast häufiger brauchen wir diese Materialienkiste. Also würde ich sagen. Okay, ich mache auf die rechte Seite, glaube ich, die Küche hin, weil hier die Tiere und die Felder sind. Dann kommen auf die linken Seite die ganzen Prozessoren. Das heißt, wenn wir von hier kommen, ist es fast einfacher, direkt hier hinzugehen, als dann hier einmal noch um die Ecke. Oder? Ja, finde ich fast ein bisschen besser. Gut, dann kommen hier jetzt die Materialien hin. Ja. Und ich frage mich, ob wir sowas wie Vines, das sind ja eigentlich auch Materialien, weil die brauchen wir auch recht häufig, die würde ich dann theoretisch auch zu den Materialien packen. Also dann haben wir hier sowas halt drin, ne? Okay. Dann direkt dahinter, Slabs und Rods, würde ich vorschlagen. Da kommt dann sowas hier rein, weil das sind zwar auch Materialien,
Aber die, finde ich, haben noch einen anderen Stellenwert. Und ich benenne das hier trotzdem mal um. So, einfach nur der Feinheit halber. Und das hier sind dann die Materialien. Gut, auf dieser Seite würde ich sagen, haben wir dann Barren. Oder verarbeitete Rohstoffe. Ich hoffe, das passt. Das sieht hässlich aus. Gut, dann nee, komm. Barren. So, wir sind ja Barren. Okay, und das hier sind Erze. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hier hinter direkt Mob Drops. Die brauchen wir nämlich auch relativ häufig. Sowas hier zum Beispiel, das brauchen wir nicht so häufig, aber you know. Gut. Was haben wir noch hier hinten? Die Werkzeuge, die brauchen wir halt so gut wie nie, die Kiste. Die würde ich nach ganz hinten packen. Hier so. Werkzeuge. Und das ist Grünzeug. Grünzeug brauchen wir häufiger, als man denkt. Ich würde das direkt hier hinpacken. Grünzeug. Und wir haben noch die... ja, das Ü ist wunderschön. Organisches, nee, pflanzliches besser. Pflanzliches, so. Wir haben noch eine Futterkiste, aber die kommt dann in die Küche, würde ich sagen. Sonstiges. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Junked Data Chip. Ich frag mich, wozu das da ist. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kiste für Tränke und sowas. Die würde ich hier hinten direkt neben Werkzeuge machen. Müssen wir, glaube ich, auch nicht so häufig rein. Tränke. Potions. Dann der englische Name. So. Okay. Dann kommt hier die Steinkiste. Ja. Steinkiste. Und hier hinten. Das ist die Frage, brauchen wir eine komplette Kiste für Holz? Ich würde sagen, eigentlich nein, aber ich mach's trotzdem. So, dann kommen hier. Gut, die hölzernen Baumaterialien würden ich dann hier reinpacken. Und das sind hier dann rohe Steine. So. Und dann mache ich die Holzkiste daneben. Dann kommt hier bearbeitete Steine hin. So. Und dann kommt hier die Holzkiste. Und da kommen dann auch bearbeitete Holzsachen rein, weil wir haben halt nicht so viele Holzsorten wie Steinsorten, zumindest. zumindest glaube ich das. Boah, Entschuldigung. Ja. Dann haben wir noch sonstige Blöcke. Sowas wie Glas oder sowas. Glas, Sand und der ganze Shit. Mal schauen, wo ich das hinpacke. Das kann theoretisch auch in eine eigene Kiste. Sonstige Baublöcke mache ich mal. Ja, das Öl wieder. Sonstige Bausachen. So. Und hier kommen sonstige Materialien. Ich versuche gerade möglichst keine Umlaute zu verwenden, weil die sehen halt hässlich aus. So, okay. Und dann würde ich sagen, wir haben hier noch eine Kiste. Hier würde ich sagen, packen wir alles, was mit Maschinen zu tun hat, rein, weil darum möchte ich mich auch langsam mal kümmern. Und ja, das sind theoretisch Werkzeuge. Auch sowas. Sonst packe ich dafür auch nochmal eine eigene Kiste. Bombs and Torches und sowas. Mal schauen. Und ja, dann haben wir noch. Das ist eine Bomb. Super Excavator.
Und dann würde ich noch sagen, haben wir, glaube ich, noch eine Kiste hier frei. Haben wir? Ja, hier hinten. Und hier kommen dann einfach Sonstiges hin. Ich glaube, damit haben wir eine recht gute Ordnung. Und dann müssen wir uns dann darum kümmern, die ganzen Items dort reinzupacken. Ich würde mein Inventar jetzt erstmal komplett entleeren. Ach so, genau. Und die Küche. Die packe ich ja dann hier hin. Und da benutze ich einfach mal diese Grand Architect Chest, die wir hier haben. Keine Ahnung. So und keine Ahnung. Die kommt dann hier hin. Oder vielleicht ein bisschen näher ans Lagersystem hier. Und da kommt dann hier zum Beispiel sowas rein, ne? Queen Bee. Queen Bee, das wäre was Pflanzliches. Theoretisch müsste hier wirklich Organisches stehen. So. Okay. Und die Blätter kommen dann zum Beispiel auch rein. Sowas halt. Genau. Beeswax sind Materialien. Melted Wax ebenfalls. Stone Rot kommt in Slabs und Rots rein. Und das Holzding, diese Holzdächer, würden zum Beispiel in die Holzkiste reinkommen. Die Water. Kommt zu Sonstiges, würde ich sagen. Wobei, ein bisschen was können wir auch in die Küche reintun, weil wir brauchen einiges an Wasser. Dann würde ich sagen, kommt Water in die Küche rein. Und jetzt haben wir hier noch unser volles Eisenschwert, das behalte ich mal im Inventar. Aber sowas wie die Moss Torches, die braucht halt wirklich kein Mensch mehr. Die kommen dann hier in diese Kiste rein. Grand Architect Torch und die Explosive Bombs kommen hier jetzt erstmal auch rein. Wobei, eigentlich wollte ich die ja verwenden, ne? Ja. Dann haben wir hier Ruhesteine, das wären sowas hier. Und bearbeitete Steine, das wären diese Limestone Walls. Ich glaube, damit kriegen wir ein ganz gutes Lagersystem hin, ne? Ja, dann machen wir diese Folge einfach den großen Umzug. Ja, dann würde ich schon sagen, Leute, also ich mache den Rest hier nochmal kurz rüber und dann beende ich auch die Folge. Also wer noch zuschauen möchte, wie ich hier Sachen einsortiere, kann gerne dranbleiben. Ansonsten sehen wir uns an der nächsten Folge schon wieder. Ja, dann bis nachher, ne? Gut. Für alle anderen, die gucken wollen, ich werde hier weiter einsortieren und vielleicht ein bisschen was reden, ne? So. Bogwater. Guck mal, das würde ich jetzt hier zum. Ne, ich habe das Wasser da nicht reingepackt, ich Idiot. Oh nein. Oh nein. Kriege ich das hier jemals wieder raus? Ja. Okay, sehr gut. Es gibt also doch irgendwie so eine Art Quellblock. Gut, Bogwater kommt dann in Sonstiges rein. Und die ganzen Blumen hier, das kommt alles zu Organisches. Hier, Weebwood Flower, Weebwood Leaves, Alderwood, das alles, das ganze Zeug hier, Yellow Flower. Crisphead Lettuce, das kommt auf jeden Fall in die Küche. Crackwood Sapling, Queen Bee, Korallen, Kaktus. Und die ganzen Blätter und die Mushrooms und Rimcorns. Okay, und das Zeug kommt hier hin. Oh, ich habe noch Blumen unten in der Hotbar. Man vergisst die Hotbar immer. Es ist halt wirklich so, man vergisst die Hotbar immer. So. Okay. Gut. Das Weizen kommt auch nochmal hier rein. Dann ist die Grünzeugkiste hier schon mal leer. Dann kann ich das schon mal abbauen. Und da war ja jemand richtig schlampig unterwegs. Das ist ja grauenhaft. Aber so richtig. Oh! Aber so richtig schlampig. Okay. Guck mal, das Zeug hier. Theoretisch bräuchten wir noch so eine Dekokiste, ne? Wobei, das würde ich sonst zu sonstige Bausachen packen. Sowas wie die Steintür. Wood Sign kommt in die Holzkiste. Wood Walls auch. Und Water. Mineral Water. Kann man das auch? Ne, used to craft. Okay, Mineral Water würde ich dann auch hier zu sonstiges packen. Junk Data Ship. Ich glaube, den würde ich zu Maschinen packen. Ich weiß nicht, ob er dazugehört, aber ich gehe mal einfach davon aus. Potions, da haben wir sowas hier und sowas und sowas. Ja, Moss Torches kommen direkt daneben rein. Und can be thrown.
Snowcube. Das sind halt auch irgendwie so Bomben. Alles, was werfbar ist. Warte, dann müsste ich theoretisch hier bei Organisches die Rimcorns. Guck mal, die kann man auch werfen. Die kommen dann auch hier rein. Sehr schön. Crackwood. Warte, ich nehme mal ganz das gesamte Crackwood hier mit. So. Guck mal, dann können wir bald auch wieder zu den Tieren rüber. Das wäre doch fantastisch. So. Und das kommt dann hier in die Holzkiste. Gut. Die Stone Chest. Sonstige Bausachen, würde ich sagen. Okay, was haben wir hier? Sonstige Blöcke. Ja, da ist natürlich sehr viel Müll drin. Das müssen wir jetzt erstmal einsortieren. Okay. Sand kommt zu sonstigen Materialien, auf jeden Fall. Totes Gras. Ja, kommt auch hier rein. Oh, okay. Man kann es bis 999 stacken. Wir haben 999 Grasblöcke, meine Damen und Herren. Das ist ja fantastisch. So, Glob of Goo. Das kommt auch hier rein. Glas. Bedrock Wall sind bearbeitete Steine. Genauso wie Natural Stone Path. Matsch. Matsch gehört hier rein. Warte, Glas kommt zu sonstige Bausachen. Matsch, 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 Matsch. Matsch, Matsch. Red Wood Wall. Holzkiste. Warte, wie sieht das eigentlich aus? Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. So, sehr rot. Ah, das ist ja schön, dass es das gibt. Eis, sonstiges würde ich sagen. Die Wood Windows kommen in die Holzkiste oder nee, sonstige Bausachen. Das ist mehr Glas als Holz, habe ich das Gefühl. Wood Floor kommt hier rein. Arctic Chest. Keine Ahnung, können wir vielleicht noch woanders aufstellen. Sonstige Bausachen, hier die Lampen. Und Detrius. Was ist das? Ich komme mir doof vor, ich habe das Wort noch nie gehört. Ich google mal ganz kurz. Geröll. Es ist Geröll. Ja. Geröll kommt. Gott. Zu sonstigen Materialien, würde ich sagen. Ja, gut. Schnee kommt auch hier rein. Shredded Leaves kommt auch hier rein. Das sind einfach sonstige Blöcke hier, aber Blöcke wegen Öl und so. Ja, dann kann ich das mitnehmen. So, Holzkiste. Ja, da wissen wir genau, wo das hinkommt. Und das ist die Steinkiste. Das können wir auch alles einfach so rausnehmen und übernehmen. Fantastisch. So. Okay, dann einmal Holzkiste. Nein, hier. So, zack, zack und zack. Und Crackwood behalte ich im Inventar. Das brauchen wir nämlich noch. Das war schon das gesamte Holz, ne? Ne, hier. Ist noch sowas. Und sowas. Okay, und der Rest kommt in die Steinkiste. Sandstone, Dark Canyon Stone, Canyon Stone, Ruddy Canyon Stone. Tourmaline ist theoretisch eher ein Erz. Ich pack das mal hier rein. Ich nenne das auch mal um in Erze und Rohstoffe. Weil das ist eher ein Rohstoff als ein Erz. Sulfur ist auch ein Rohstoff, denke ich mal. Igneous Rock kommt hier rein. Bedrock, Limestone, Siltstone, Stalactite, Salt Rock. Mold, meinetwegen auch das. Und der Rest sind bearbeitete Steine. Und die würde ich hier reinpacken. Sowas hier. Genau. So, und hier die Ressourcen. Und ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder bei 24 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, ich packe die Ressourcen nochmal kurz hier rein. So. Harden Lava packe ich auch hier rein. So, Erze und Rohstoffe. Hier kommen dann sowas hier rein. Und ja, Kohle auch. Nee, Kohle nicht. Kohle kommt hier hinten hin. Wobei es Kohle ist ein Rohstoff. Kohle müsste eigentlich auch rein. So. Völlig übertrieben. Eine gesamte Kiste für die Barren. Aber gut. Und Magnetite kommt auch hier rein.
Eigentlich können wir die halt echt zu einer einzigen Kiste zusammenfassen. Weißt du was, ich mach das. Ja, ich mach das. Dann, huch! Screenshot! Super! Work in progress. Ja, komm. Die kommen auch hier rein. So. Gut, dann würde ich sagen, ich sortiere mal den Rest bis zur nächsten Folge hier kurz rein. Und dann sehen wir uns ja frisch in der nächsten Folge wieder. Und dann bauen wir uns, denke ich mal, die Küche zu Ende und die Crafting-Ecke hier hinten. Vielleicht habe ich auch schon die Holzdinger hier zu Ende gebaut. Es wird langsam, Leute. Es wird langsam. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann großen Respekt an euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, habt einen schönen Tag und ciao.